Yo Leute, wer von euch so ein bisschen aktiver in der Gaming-Szene drinnen ist, weiß bestimmt, dass jetzt am Wochenende in Köln ein etwas größeres Event ist. Speziell für Gamer bzw. für Spiele. Und zwar, wie jedes Jahr, die Gamescom. Und wie letztes Jahr auch, werde ich übers Wochenende in Köln sein. Das heißt, von Freitag bis Sonntag bin ich in Köln. Und wie ihr am Titel schon lesen konntet, soll es eben in diesem Video darum gehen, wie ihr mich am Wochenende in Köln bzw. speziell auf der Gamescom treffen könnt. Ich hatte das Ganze in einigen Videos auch schon gesagt bzw. öfters mal in Livestreams, aber weil ich immer noch auf Insta zum Beispiel von vielen gefragt werde, wie man mich denn da jetzt da treffen kann, dachte ich mir, komm, machst du nochmal ein extra Video dazu. Bevor ihr euch auch fragt, warum ich überhaupt hier draußen bin, ganz einfach, als Gamer sitzt man den ganzen Tag nur zu Hause vom PC und um mich schon mal ein bisschen an die Natur und überhaupt das richtige Leben zu gewöhnen, dachte ich mir, komm, machst du das Video dazu auch mal draußen. Okay, der war schlecht, oder? Ja. Kommen wir jetzt aber erstmal zu der eigentlichen Frage bzw. zum eigentlichen Thema von dem Video. Und zwar, wie könnt ihr mich am Wochenende in Köln bzw. auf der Gamescom treffen? Zunächst einmal muss ich jetzt aber sagen, dass ich eigentlich kein offizielles Zuschauertreffen machen darf, ohne das Ganze vorher bei der Gamescom anzukündigen, wegen Feuerschutz und so weiter. Was ich aber machen kann, ist euch sagen, wann ich rein zufällig wo sein werde. Und zwar wäre das einmal, so, da muss ich selber jetzt mal genauer nachgucken, ich weiß nämlich selber nicht genau. Auf der Gamescom selber wird das erste Treffen am Samstag um 11 Uhr am Stand von Unique sein. Und das ist ganz genau in Halle 10.1, der Stand F61. Das heißt, Leute, Samstag erstes Treffen, also am Stand F61, Halle 10.1 bei Unique. Ist euch jetzt 11 Uhr ein bisschen zu früh, weil ihr die ganze Nacht durchgezockt habt und ihr kommt ein bisschen später auf die Gamescom, auch gar kein Problem, denn ich bin auch noch um 12 Uhr an dem Stand von ShirtTube. Das ist der Stand in Halle 5.2 E64 bzw. E64A. Das bedeutet, da habt ihr auch nochmal die Chance, da werde ich auch sein. Zudem laufe ich auch noch den ganzen Tag natürlich auf der Gamescom rum. Ich werde auf jeden Fall mal bei Fortnite vorbeischauen. Ich werde bei YouTube Gaming mal vorbeischauen. Ich werde eigentlich den ganzen Tag überall rumlaufen. Wenn ihr mich dann am Tag irgendwann treffen wollt und mich irgendwie nicht findet, dann schreibt mir doch einfach mal auf Instagram, den Namen blende ich euch jetzt hier einfach mal ein, schreibt mir da einfach, ich werde auf Instagram sehr, sehr aktiv sein, in der Story auch immer wieder posten, wo ich gerade bin, das heißt, wenn ihr mich sucht, schaut einfach in die Story rein, wann ich da das letzte Mal was gepostet habe und wo ich da war. Beziehungsweise ihr könnt mir auch einfach privat schreiben, ich probiere euch dann möglichst schnell zu antworten, da können wir uns auf jeden Fall auch so nochmal verabreden auf der Gamescom selber. So viel jetzt also zu den eigentlichen Treffen nur auf der Gamescom. Aber was ist denn mit den Leuten, die vielleicht in der Nähe von Köln wohnen oder da irgendwie hinkommen können oder vielleicht einfach an einem anderen Tag auf der Gamescom sind? Ganz einfach, Leute. Auch an die Leute habe ich gedacht und zwar werde ich auch am Freitag schon, also einen Tag vorher, jetzt am Freitag um 20 Uhr am Dom sein. Das bedeutet, wenn ihr mich treffen wollt, aber nicht auf der Gamescom seid, dann kommt auf jeden Fall nach Köln. Um 20 Uhr werde ich vor dem Dom stehen. Da können wir uns dann auch unterhalten, Autogramme geben, Fotos machen, was ihr wollt. Und ich glaube, da hinten rennt jemand mir entgegen, auf dem Pferd. Ich habe Angst. Ich glaube, die übt für Red Dead Redemption oder so. Ja. Ihr könnt auch gerne zu beiden Treffen kommen, wie ihr wollt. Also am Freitag um 20 Uhr zum Dom in Kölle. Das bedeutet, wir haben jetzt insgesamt 3 Treffen in Köln, beziehungsweise jetzt am Wochenende. Einmal um 20 Uhr am Freitag in Köln am Dom, dann um 11 Uhr morgens am Samstag bei Unique, um 12 Uhr bei ShirtTube. Und ihr könnt mich natürlich immer ansprechen, wenn ihr mich so in der Stadt oder auf der Gamescom irgendwo seht. Und weil ich jetzt von einigen von euch gefragt wurde, wir können auf allen 3 Treffen oder einfach auch so, wenn ihr mich seht, Fotos machen, ich kann Autogramme geben und so weiter und so fort. Wir können es auch unterhalten. Also ich habe wirklich keinen einzigen Termin auf der Gamescom, ich habe übel viel Zeit. Das heißt, ja, wir können auf jeden Fall uns lange unterhalten. Das waren jetzt eigentlich auch schon alle wichtigen Informationen von dem Video. Ich schreibe euch auch alles als Text nochmal, als angehefteten Kommentar unter das Video. Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, dann habt ihr es auch nochmal schriftlich. Eine Frage habe ich aber noch und zwar möchte ich auf jeden Fall einen Vlog machen von dem Wochenende. Die Frage ist jetzt nur, mache ich einen Vlog fürs ganze Wochenende mit Hinfahren, mit Einkaufen, mit Hotel, mit Gamescom an sich, alles zusammen in einem Video? Oder soll ich da 2 oder 3 Videos machen, je nachdem, wie sich's ergibt? Ich persönlich bin eher für 2 bis 3 Videos, also dass es nicht alles in ein Video gepackt wird, denn es sind 3 Tage und 3 Tage in ein Video zusammenschneiden, dann muss man eine Menge weglassen und dann irgendwie geht auch was verloren. Ich persönlich denke, dass das Wochenende extrem witzig und extrem cool wird und dass man auch locker 2 bis 3 Videos draus machen könnte. Deswegen Leute, stimmt auf jeden Fall mal oben rechts auf der Infokarte ab, ob es eben nur ein großes Video sein soll oder eben lieber 2 oder 3 kleinere. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne einfach einen Kommentar. Ich probiere alle zu beantworten, beziehungsweise schreibt mir einfach auf Insta, auf Discord, auf WhatsApp. Okay, WhatsApp haben die wenigsten von euch von mir. Wie auch immer. An der Stelle bin ich jetzt raus. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, seid ihr dieses Jahr auf der Gamescom? Wenn ja, an welchem Tag? Und vor allem, auf welches Spiel freut ihr euch eigentlich am meisten? Beziehungsweise, was wollt ihr auf dieser Gamescom machen? Wollt ihr eher YouTuber treffen? Wollt ihr eher Spiele anzocken? Wollt ihr euch eher mit der Hardware auseinandersetzen? Was wollt ihr da machen? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was da so zusammenkommt.
An der stimme ich jetzt raus. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert mich auf Instagram, damit ihr mich am Wochenende in Köln am schnellsten findet. Jetzt bin ich raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis bald und Peace.